Und umso schöner ist es, dass diese Fahrzeuge dann hier auch ihre Bewunderung finden, denn es ist automobiles Kulturgut, was hier gezeigt und präsentiert wird. Von daher ein großes Dankeschön auch an das Polizeimuseum in Marburg. Auch da hat man das Ganze auf die Fahne geschrieben, und da sind also Zweiräder genau wie auch Transportfahrzeuge jeglicher Art, die der Polizei zuzuordnen ist, eben eingestellt. Also von daher auch hier ein großes Dankeschön an alle Freiwilligen, die sich diesem ganzen Hobby auch immer wieder entsprechend zuschreiben. Mein Name ist Detlef Krämer und ich darf Sie hier heute Abend auch noch ein bisschen begleiten. Ich werde so ein bisschen, wie bisher jetzt auch schon, so die unterschiedliche Historie der Fahrzeuge erklären. Ich gehe jetzt nicht auf PS-Zahlen und Hubräume ein, sondern das können Sie überall auch nachlesen, sondern mir geht es immer darum, auch die unterschiedlichen Zusammenhänge, die Geschichte, die Historie dieser Fahrzeuge, warum sie oder manchmal auch die Farben sind wichtig. Und das ist eben dann wirklich auch das, was ich Ihnen heute hier im Zieleinlauf der Klebner Rallye 2023 vermitteln möchte. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie gerne fragen. Ob ich eine Antwort habe, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Danke. Roadster beziehungsweise, und da haben wir auch ein Modell mit dabei, nämlich das Coupé mit festem Dach, der dann ja nicht R107, sondern C107 sich nennen darf. Für die Darstellung und der TR 250, ich habe es gerade erwähnt, eben für den US-amerikanischen Markt mit Vergaser. Und dann müssen wir sagen, hier ein echtes Rallye-Fahrzeug, was damals Werkseinsätze europaweit, muss man damals sagen, trotz alledem. Also nicht nur im sogenannten Ostblock fuhr man Rallye haben, weil der Motor und der Antrieb ja auf der Hinterachse waren. Aber, und das der in Anführungszeichen tatsächlich dann, Sie dürfen gerne weiterfahren, so dass ich, ja, Sie können gerne zuhören. Sie hören mich auch um die Ecke noch, denn nach der sogenannten Ölpreiskrise 1973 wurde der kleine, in Anführungszeichen, Motor 2,8 Liter implementiert in diesen R107. Bot man lediglich in Anführungszeichen ja auch den 3,5 Liter und den 4,5 Liter Motor in diesem Roadster an. R107 und dahinter ein weiterer BMW, das wunderschöne CS Coupé, das damals von Willy Hoch gekommen. Sie haben es geschafft. Ihren PKW Sparte, aber immer auch als Mercedes-Benz bezeichnet wird und auch geführt. Hier ein frühes Modell mit den glatten, kleineren Rücklichtern noch, und von daher auch hier ein herzliches Deckel unter der Haube der 5 Liter Mercedes, hier als SL, der R107, und wenn es dann mit festem Dach wäre, das wäre dann die Möglichkeit gewesen mit der Walter Röhrl. Und dann kommen wir zu einem weiteren 107er, der R107er, und gleich dahinter dann die SL Pagoda, also der Vorgänger und der Nachfolger umgekehrter Reihenfolge, also ein Jahr der Platzeinnahme, bevor der 280 SL wiederum dann in die Produktion einging. Sie sehen, das sind die Autos. Zwischendurch, vorher kam noch der BMW 2500 bereits ins 23 mit diesem wunderschönen Mercedes-Benz Coupé. Dann kommt gleich ein offener Porsche 911, das Cabriolet mit der Stadtnummer 49 hier hereingefahren. Ein herzliches Willkommen.
Und